Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Ghost of a Tale. Wir sind gerade dabei, die Leute hier zu beköstigen, die ganzen Wachen, die jetzt zusätzlich gerufen wurden, damit wir hier unsere Hauptquest weitermachen können. Wir haben jetzt schon einen Beweis, dass sie wahrscheinlich der Schmuggler ist, nehme ich mal an, soll das bedeuten. Und können das gleich dem Kommandanten kredenzen. Aber das können wir erst machen, wenn wir das hier kredenzt haben. Die ganzen Essensgesachen. Und vielleicht auch irgendwie Silas wieder nüchtern bekommen haben, der hier gerade besoffen und sehr böse zu uns ist. Also sehr, sehr besoffen ist und sehr böse zu uns. Ah, endlich. Riecht gut. Ja, dann gut. Wohl bekommst, ne? Jetzt helfen wir schon aus hier. Forellenpastete. Möhrenpastete. Was ist denn die Spezialität des Hauses? Der isst gern Pastete. Steh ja nicht einfach herum, mein Herz. Komm rein. Ich bin doch schon da. Ach komm, ich gebe dir einfach irgendwas. Vielleicht will er auch beides. Ich glaube irgendwie, dass er eher die Forellenpastete will. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht ist es ja auch gar nichts von beiden. Vielleicht habe ich noch was übersehen. Oder ich soll ihn einfach sauer machen. Wollte er eigentlich irgendwas? Moment. Abend. Okay, er will gar nichts, okay. Der ist im Dienst. Was ist das denn? Ich habe die Spezialität des Hauses bestellt, du Komiker. Ja gut, dann nehme ich das wieder mit. Ich dachte, das ist die Spezialität. Ich hoffe nicht, dass ich die Spezialität des Hauses bin. Ja wirklich verrückt. Dann probier es mal mit der Möhrenpastete. Vielleicht ist das ja die Spezialität. Endlich! Nichts geht über ein gutes Stück Pastete. Naja, das andere war auch eine Pastete eigentlich. Sehr gut. So, alles verköstigt. Jetzt können wir nämlich die Rätsel bitten, uns das Tonikum zu geben, dass sie das ausnüchtert. Da ist er ja. Fertig, alle Gerichte wurden serviert. Sehr schön. Hier. Hörchen gibt dir eine kleine Glasflasche, mit einer grünen Flüssigkeit gefüllt und mit einem Korken verschlossen ist. Gib Silas das hier. Er wird etwa 6 Stunden bewusstlos sein. Aber wenigstens erspart ihm das den Kater. Wenn du ihn denn findest. Was meinst du damit? Na, sie selbst, dein Freund Silas. Er ist weg. Oh nee, oder? Jetzt darf ich den dann noch suchen gehen. Der wusste, was ich mit ihm vorhabe, hä? Tja gut, dann müssen wir jetzt Silas suchen gehen. Ja, dann gucken wir mal, ob der vielleicht wieder bei sich zu Hause ist. Das wäre natürlich die erste Idee. Ansonsten darf ich ihn jetzt überall suchen gehen hier. Warte mal, weiß er vielleicht was. Wie läuft's, Bock? Ah, ich lass dich lieber in Ruhe. Er hier? Ein Abendbrot zur später Stunde? War Silas hier? Ja, er konnte sich gerade noch auf den Beinen halten. Er hat es bestimmt nicht weit geschafft. Okay, das könnte schon mal ein Hinweis sein. Nicht weit geschafft. Vielleicht hier in den Vorratskeller? Oh nein. Nicht weit geschafft. Dafür ist er ja wirklich noch bis nach Hause gekommen. Der Hut fehlt noch. Das ist auch irgendwo im Hof. Könnte auch noch alles sein. Viele Möglichkeiten.
So, hier wird sie sicherlich wieder in der Wache rumhängen. Nee. Oh, seine Tür ist offen. Wollen wir wieder schnüffeln gehen? Ah, wir haben natürlich den Schlüssel gar nicht. Aber er muss doch hier sein, wenn es doch offen. Oh, hier ist er ja. Puh, du bist... Ah, da bist du ja. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Es geht mir prächtig. Solltest du dir lieber Sorgen um dich machen? Ja, trink das und dann geh schlafen. Ich kann doch nicht schlafen. Es kommen noch Nachrichten. Musst die überbringen. Ich überbringe sie. Mach dir keine Sorgen. Silas nimmt die Flasche mit dem Trank und stürzt ihren Inhalt schwungvoll in etwa dahin, wo sein Maul ist. Tut mir leid. Ja, und da war er weg. Ist das... Ach, das ist ein bisschen von seiner Uniform. Ich dachte, er hat einen sehr langen Finger gerade dort. Ich frage mich wirklich, ob er anders reagiert hätte, wenn wir so anfangen, ihn nicht so verdächtigt hätten. So. Ja, dann wird langsam schon wieder hell, das heißt, oder ist, nee, ist bloß der Mond. Das heißt, ich müsste jetzt doch vielleicht auch mal schlafen gehen. Ich schätze, der kürzeste Weg zum Schlafen wird wieder beim Schmied sein. Also hinter dem Schmied der Raum. Sehr gut. So, jetzt kann ich zu Silas zurück. Müsste jetzt wieder besser drauf sein. Ich weiß auch nicht, ich gehe dann, glaube ich, erst danach zum Kommandanten, weil ich jetzt auch nicht sicher bin, ob das irgendwas, ja, Größeres triggert. Und ich bin auch sehr neugierig, wie Silas geht. Ob er jetzt erzählen kann, was passiert ist. Vielleicht hing das ja auch noch zusammen, vielleicht hängt ja seine Laune auch damit zusammen mit diesem Ring, den wir ihm gegeben haben. Entweder der hatte doch auch noch irgendwas nicht aufbekommen. Irgendeine Schriftrolle oder so. Er hat das geschafft und da war irgendwas Erschreckendes drin. Oder allgemein diese ganze Schuld, der schien ja Schuldgefühle zu haben für irgendwas. Wahrscheinlich eben für die, ja, anderen Ratten oder Mäuse, die er vielleicht auf dem Gewissen hat. Weil er denen vielleicht auch Aufträge gegeben hat. Hoffen wir mal, er redet mit uns und erzählt, was los ist. Immer noch oben? Oder ist er wieder in der Kantine und besäuft sich? Ah. Ah, sieh das. Silo? Guten Morgen. Silo. Wie fühlst du dich? Schrecklich. Ich war das letzte Mal so betrunken, als ich... Tja... Hast du das Tonikum gemacht? Die Köchin. Vielen Dank dafür. Ich habe nach deinen Brummern Ausschau gehalten. Ich glaube, sie fangen an, dich zu mögen. Bitte entschuldige, ich sollte jetzt gehen. Tilo, ich habe in der Kantine einige Dinge gesagt, die ich besser runtergeschluckt hätte. Silas, warum tust du dir das an? Der Krähenmeuchelei. Dieses Lied, ich bin mir sicher, dass du es kennst. Bitte sing es für mich. In Ordnung. Halt dich nicht zurück. Okay. Der Krähenmeuchelei.
Machen wir das mal. Es scheint, dass der Geschöpfe wahrhaftig Natur sich zeigt in deren Ansehen, bekannt auf weiter Flur. Ich hörte Elstern Kunde, sah der Krähen Meuchelei, roch Stinktiere in Scharen, schlimmer als ein faules Ei. Traf verschmitzte Mäuse, Meister der Prosa fein. Und die List der Wiesel in aller Still und stets geheim. Doch am schlimmsten sind die Ratten und ihre Tyrannei. So sagt man, dass ein Rattentreffen eine wahre Plage sei. Deshalb hier nun mein Vorschlag. Ja, ich bin so frei. Es lebt sie schöner ohne sie, wir hauen sie zu Brei. Oh, wenn ich das mal dem Kommandanten vorgesungen hätte. Ha, deine Version ist braver als die, die ich kenne. Die Nestlinge in meinem Dorf haben das immer gesungen. Ich weiß noch, dass ich es total lustig fand. Es hat mir gefallen, wie sich die Worte gereimt haben. Dabei war mir nicht klar, dass sie mich damit meinten. Erst als meine Oma mal sie mit ihrem Stock verjagt hat, habe ich es begriffen. Also ist er von Mäusen aufgezogen worden. Mhm. Oh Mama, dann... Ja, du wurdest von Mäusen aufgezogen. Ja, das wurde ich. Deine leiblichen Eltern, was ist mit ihnen? Oh, ich habe oft über sie nachgedacht, wer sie wohl sind, was aus ihnen geworden ist. Oh, Mamas Pelz wurde zwar langsam grau. Und ihr Gedächtnis war nicht mehr das Beste, aber sie hat mir alles erzählt, was sie wusste. Und dennoch, es war nicht genug. Und an dem Tag, als ich nach Juva aufgebrochen bin, Silas öffnet seine Pfote, um den fein gravierten Silberring zu enthüllen, den er dir neben der Feuerschale gezeigt hat. Oh Mama, gab mir diesen Silberring. Der ist von deiner leiblichen Mutter, sagte sie. Es ist deiner Oma mal bestimmt schwer gefallen, das zu sagen. Ich war so wütend, weil sie es mir verheimlicht hat. Ich hätte begreifen sollen, dass sie das nur zu meinem Besten getan hat. Oh, viele Fragen. Wie kam es, dass deine Oma mal dich aufgezogen hat? Meine Mutter kam eines Nachts plötzlich und voller Panik in das Dorf. Sie flehte Oma mal an, mich aufzunehmen. Ich dürfte dann nur wenige Wochen alt gewesen sein. Es war das letzte Mal, dass Oma mal sie gesehen hat. Ja, hast du Erinnerung an deine leibliche Mutter? Nur sehr verschwommen. Und ich erinnere mich an ein Schlaflied, das sie immer für mich gesungen hat. Das Schlaflied von deiner Mutter, singst du es mir vor? Deine Stimme ist nicht so toll, aber... Tja, warum nicht, ne? Lavendelhimmel. Öffne dich am Saum. Du Prinz meines Herzens und König im Traum. Der Mondbüschel blüht, der Lavendel vergeht, der Stern oben glüht, deiner Augenglanz besteht. An mehr erinnere ich mich nicht. Es ist wirklich hübsch. Wie Mutter, nach dem, was ich gehört habe. Welches Verhältnis hatten deine Mutter und deine Oma? Oma war vor vielen Jahren die Amme meiner Mutter, als diese noch ein Nestling war. Sie hat mir erzählt, dass meine Mutter sehr fromm war. Und was wurde aus deiner leiblichen Mutter? Woher soll ich das wissen? Ich weiß noch nicht mal ihren ganzen Namen. Und was ist mit deinem Vater? Oma hat mir nur erzählt, dass er eine gute Ratte war. Gute Ratte? Ha. Ich begreife nicht, wie dich der erste Ring hierher geführt hat. Hat er ja auch nicht. Ein paar Monate bevor ich aus der Rattenwache entlassen wurde, fand ich einen zweiten Silberring. Wie hast du den zweiten Ring gefunden und wo? Das ist eine lange Geschichte. Bist du sicher, dass du sie hören möchtest?
Bitte, ich möchte sie hören. Wie hast du den zweiten Ring gefunden? Mach ich. Also, man hatte mich an einem Konvoi zugeteilt, um die Baronin von Pesa zur Hauptstadt zu eskortieren. In der vierten Nacht schlugen wir unser Lager am Tempel von Karam auf. Die Helden der Schlacht von Periclave wurden in 12 bemerkenswerten Gräbern zur ewigen Ruhe gebettet. Sie wurden am südöstlichen Rand des Vaelia-Sees in einem weitflächigen Kreis angelegt und wachen symbolisch über den Ort, an dem die grüne Flamme fiel. In den Jahrhunderten danach verfielen diese Gräber, einige brachen auch vollständig in sich zusammen. Andere wurden befestigt, um eine Verteidigungslinie von Festungen entlang des Ufers zu errichten. Nur die Namen von 4 dieser Helden haben die Zeit überdauert. Jedoch werden ihre Taten auch weiterhin in Liedern und Kunstwerken zelebriert. Aus eben jenen Quellen sind die Namen der 4 größten Helden bekannt. Diluin, Hüter der verlorenen Hoffnung, Karam, Schutzheiliger der Reisenden, Yalan, Schutzheiliger der Musizierenden und Nykto, Hüter des Windes. Schutzheilige der Reisenden. Mir wurde befohlen, die Baronin zum Reliquienschrein zu begleiten, damit sie Karam ihre Gebete darbringen konnte. Und dort hast du den zweiten Ring gefunden? So ist es. Ein Ring, der beinahe identisch mit dem meiner Mutter war, hing an einer Kette um Karams Hals. Was meinst du mit die Ringe waren beinahe identisch? Auf dem zweiten Ring war ein anderes Muster eingraviert. Ich fragte mich, ob es nicht noch weitere geben könnte, die darauf warteten, von mir gefunden zu werden. Und so war es auch. Das kann ich kaum glauben. Hör mal, ich halte auch nichts von Aberglauben und so, aber so war es. Mit der Zeit erfuhr ich, dass andere Ringe entdeckt worden waren in den Gräbern und Tempeln der Hüter der grünen Flamme. Einige wurden gestohlen, andere gingen verloren. Ich brauchte Jahre, bis ich sie alle aufgespürt hatte. Warum sind diese Ringe so wichtig? Wofür stehen sie? Das sind die berühmten Schwanzringe der Rattenkönige, die von Nachkomme zu Nachkomme weitervererbt wurden, sogar schon zu Zeiten der grünen Flamme. Ich habe ihre Bedeutung nie verstanden, warum sie den Hütern der grünen Flamme gegeben wurden. Bis ich die silberne Schriftrolle öffnete, die du für mich gefunden hast. Okay. Also kann ich das... Soll ich das sagen? Und du hast noch mehr gefunden. Nee. Du wurdest aus der Rattenwache entlassen. Wieso eigentlich? Ich hatte 5 Jahre lang gedient und meine Zeit dort ging zu Ende. Aber es fällt mir leicht, ein Soldat zu sein. Und ich bin gar nicht mal schlecht darin. Deshalb verpflichtete mich erneut. Außerdem hatte die Rote Pfote Zugang zu Orten, an denen Zivilisten nicht gelangen können. So habe ich den zweiten Ring gefunden. Komm, er ist die ganze Zeit ehrlich. Sollen wir einfach auch ehrlich sein? Ja, und du hast noch mehr gefunden. Den Ring, den Gusto und Fatale gestohlen haben. Insgesamt habe ich jetzt 8. Oder geht gar nicht drauf ein. 8 Ringe und diese silberne Schriftrolle. Diese Schriftrolle, das Rätsel. Was hast du rausgefunden? Eine Nachricht von meinem Vater. Die Ratte reichte eine alte, brüchige Schriftrolle aus Pergament. Hier, lies. Okay. Meister des Salamanders, ich biete euch diesen Ring dar, ein Relikt der noblen Könige früherer Tage. Betrachtet ihn als Anerkennung eurer Gnade und als Versprechen, dass ich zurückgeben werde, was ich an diesem Tag genommen habe. Wächter der Flamme, Hüter der verlorenen Hoffnung, verleiht mir den Mut auszuharren und Stärke für den Triumph, für mein Königreich, für meinesgleichen, für Brindis, meine ewige, meine wahre Liebe und Silas, meinen erstgeborenen Sohn. Was hat er genommen? Ich weiß noch nicht richtig, was das bedeuten soll, muss ich sagen. Außer, dass es eben sein Vater war. Also, Thilo, was sagst du? Ich würde gern mehr über deine Vergangenheit wissen. Was willst du wissen? Hm.
Dann wusstest du also als Nestling nicht, dass du eine Ratte bist? Ich war damals ein bisschen schwer vom Begriff. Das war's doch nur ein Nestling. Ich war bereits ein Kopf größer als die anderen Nestlinge und viel stärker. Tja, wie heißt es noch? Kleine Ratten sind schnell groß und kleine Mäuse schnell, schnell. Okay. Hast du noch Kontakt zu deiner Oma? Nein, nein. Sie ist jetzt schon seit ein paar Jahren tot. Ich habe es bisher einfach nicht übers Herz gebracht, ihre Nutka zu schwärzen. Und deshalb kannst du Moridianisch. Das ist meine Muttersprache, ja. Die Lutka in deiner Feldkiste? Meine Oma mal geschnitzt von ihrem verstorbenen Gatten. Wie bist du zur Rattenwache gekommen? Am Tag meiner Reife erhielt ich die Papiere der Roten Pfote, mit denen ich einberufen wurde. Und ich will nicht lügen, die ersten paar Monate waren echt hart. Mein Akzent hat es mir nicht gerade leichter gemacht. Akzent? Du hast doch gar keinen. Ich habe mir viel Mühe gegeben, ihn loszuwerden. Es ist keine gute Idee, hier zu sehr aus der Rolle zu fallen. Okay, ich glaube, das reicht erstmal, Silas, danke. In Ordnung. Die Nachricht, also, die du mir gegeben hast, ist von deinem Vater? Ja. Ist das ein Gebet? Ja, an den Helden Diluin. Das verstehe ich nicht. Heißt das etwa... Ja. Mein Vater war Nahkrieg, der letzte Rattenkönig. Oh. Das habe ich jetzt... Ja gut, ich verstehe das sowieso nicht so richtig. Habe ich das schon mal gelesen? Ich glaube schon. Okay, die Ballade von König Hasenfuß. Okay, das war also ein König, der geflohen ist. Und der in Schande dann lebt. Okay. Viel, viel, viel. Du bist Nahkriegs Sohn, aber dann bist du ja ein Prinz. Nein, nein. Nein, ich bin der Sohn des Hasenfußes. Deshalb hast du dich so betrunken? Hättest du anders reagiert? Silas Geschichte weckt einen Funken in dir. Du summst leise die ersten Noten eines neuen Liedes. Die Ballade des verwaisten Prinzen. Na schön, genug von mir gesprochen. Meinst du nicht auch? Wie läuft's bei dir? Ich will aber erstmal noch weiterreden eigentlich. Vielleicht ist das nicht gerade so wichtig, aber was ist denn, Thilo? Vergiss es, ist nichts. Wie du willst. Dein Vater nochmal, ja? Ich verstehe also, warum dich deine Mutter versteckt hat. Aus Scham? Wenn die Rote Pfote gewusst hätte, dass es einen Thronerben gibt, hätten die Barone mich umbringen lassen, ich weiß. Was hat dein Vater aus den Gräbern genommen? Was auch immer es war, er hat geschworen, es zurückzubringen. Schätze, hat er sein Wort gebrochen. Und was jetzt? Willst du Anspruch auf deinen Thron erheben? Mein Thron. Guter Witz. Der Bastardsohn von König Hasenfuß. Die Barone können es bestimmt kaum erwarten, ihre Macht an einen so würdigen Erben abzutreten. Außerdem ist der singende Stein verschollen. Hä? Der singende Stein der Rattenkönige oder auch Stein der Krönung ist ein bearbeiteter, tiefschwarzer Stein, der etwa so groß ist wie eine Rattenfaust. Sein Ursprung kennen nicht mal mehr die Legenden, aber jeder weiß um seine Bedeutung. Die Erben eines Rattenkönigs sind nicht automatisch die Nachfolger für den Thron. Jede Ratte kann das Recht, den Stein zu halten, für sich beanspruchen. Man sagt, dass der Stein eine Lobpreisung auf den zukünftigen Monarchen singen wird, wenn er wahrhaftig würdig ist. Aber der Stein ist verschollen. Einige denken, dass Nahkrieg ihn mit sich nahm, als er floh, damit in seiner Abwesenheit niemand die Herrschaft an sich reißen kann. Andere glauben hingegen, die Barone der Roten Pfote hätten den Stein begraben, damit sie ungehindert über die Rattenlande herrschen können. Heißt das also, der könnte ihn vielleicht dazu nicht ermutigen, sondern dazu bringen, doch noch Thronerbe zu werden? Wirst du jetzt eigentlich weiter nach dem Schatz deines Vaters suchen? Wieso sollte ich? Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Alles klar. In Ordnung. Silas, also Mera war nicht auf dem Schiff. Sie hat ihren Platz an einer andere abgetreten. Ja, sowas in der Art hast du, glaube ich, in der Kantine gesagt.
Kennst du den Namen des Weibchens, das Meras Platz eingenommen hat? Pharaoh. Mera hat ihrem Platz ein Weibchen namens Pharaoh überlassen. Und hast du auch ihren Nachnamen erfahren? Nein, aber sie hat einen Sohn namens Tamlin. Sagt dir das was? Nein. Das reicht mir nicht. Ich kann ohne den vollständigen Namen keinen Brummer losschicken. Oder man wird ihnen Juva anfangen, oder man wird in Juva anfangen, Fragen zu stellen. Was ist mit dem Schiff, auf dem dir dieses Weibchen eigentlich sein sollte? Weißt du, wie das heißt? Sie war an Bord der Razgalad, die in Port Skarn abgelegt hatte. Die Razgalad? Tilo, kannst du mir mein Logbuch holen? Es liegt unten auf dem Tisch. Mach ich. Ich hab's anscheinend schon, oder? Aber nichts konnte ich doch eigentlich nicht mitnehmen. Guck mal nach. Ich hab's schon, ne? Ich glaube, ich hab's schon. Da habe ich wohl wieder mal was geklaut bei ihm. Hier ist dein Logbuch. Also gut, mal sehen. Die Signalratte öffnet das Logbuch und fährt mit einer Kralle über die Seite. Hier, in einer allgemeinen Nachrichtendepesche, die am 13. empfangen wurde. Ja? Tilo? Es wurde gemeldet, dass die Razgalad in den Schwaden von Periclave verschollen ist. Verschollen? Wie hast du das missverstanden? Hör gut zu. Am 12. Tage wurde die Razgalad mit 9 Besatzungsmitgliedern und einer Fracht bestehend aus allerlei und 27 Gefangenen vom Hafenmeister in Orandas als verspätet gemeldet. Das Schiff wurde zuletzt vom Bootsmann der grünen Hirschkuh gesehen. Als es weiter vom Kurs in die Schwaden von Periclave steuerte und wird hiermit offiziell als verschollen gemeldet. Hä? Fehlt doch was. Tilo, ich weiß, dass du es nicht wahrhaben willst, aber Mera ist fort. Tut mir leid, aber sie ist noch am Leben, da bin ich mir ganz sicher. Selbst wenn sie noch am Leben wäre, haben wir jetzt keine Möglichkeit mehr, sie zu finden. Du kannst genauso gut eine Elster fragen. Für Elstern ist Wissen ein wertvolles Handelsgut, das sie mehr als alles andere schätzen. Jede Einzelheit der gewonnenen Informationen wird sorgfältig auf ihre jeweiligen Werte überprüft. Gerüchte, Märchen und sogar erfundene Geschichten, alles hat eine bestimmte Wertigkeit. Gerüchte können tatsächlich am wertvollsten sein, da sich diese Wissensfetzen mit weiteren Informationen anreichern lassen und man sie schlussendlich zu einem höheren Preis weitergeben kann. Im richtigen Kontext kann also jedes einzelne Wort sehr wertvoll sein. Manche Elstern sammeln rohe Informationen, um sie weiterzuverkaufen, während andere einzelnen Sätzen in wertvolle Teile zerlegen und weitergeben. Diese Elstern werden von den anderen Lügner genannt. Das Wissen von Elstern wird sehr geschätzt, weil man sie als die Hüter der Wahrheit betrachtet. Tatsächlich wird ihrem Rat so viel Wert beigemessen, dass ihnen sich nur Staatsoberhäupter und Adlige leisten können. Oh, vielleicht müssen wir doch noch die Elster befragen, die wir unten gesehen haben. Silas, ich glaube, ich weiß, wo ich eine Elster finden kann. Eine Elster? Das wird dich dein Leben kosten. Außerdem sprechen Elstern nur mit edlen Geschöpfen und Königen. Nach dem Krieg gegen die Grüne Flamme wurde den adligen Mäusern ihre Titel aberkannt und ihre Ländereien beschlagnahmt. Die Mäuse haben seitdem keinen König und keinen Besitz mehr. Deshalb hat schon seit Generationen keine Elster mehr mit einer Maus gesprochen. Okay. Alles darunter ist ein gefundenes Fressen für sie. Dann werde ich eben zum König. Dann solltest du das hier nehmen. Silas reicht dir ein Scharlach... Oh, er hat das, okay. Ein scharlachrotes Gewand, das mit Gold verbrämt und mit Perlen bestickt ist. Ein Geschenk von meinem Vater. Das ist fantastisch, wo hast du das her? Es war in dem Bündel, das du aus dem Grab mitgebracht hast. Ich hoffe, du wirst ein besserer König sein, als er jemals war. Danke, Silas. Vielen Dank. Tilo, stimmt was nicht? Hast du Schiss bekommen? Achso, ich wollte mal gucken, ob ich was mit ihm reden kann. Ich werde das nicht fragen, weil wenn er weiß, um was es geht, dann denkt er, ich denke, dass er ein Schmuggler ist oder so. Nee, das will ich nicht. Okay, sieh das, alles gut. Ich gehe dann los. Ja, geh und finde diese Elster. Geh. Puh.
Da haben wir ja mal wirklich viel erfahren und wir wissen jetzt endlich, was los ist. Eigentlich hätte ich das ja wirklich denken können, Mia, dass die Lutkas, die wir gefunden haben, eben wirklich bedeuten, dass er ja eben mit Mäusen zu tun hatte und dass es natürlich seine Familie ist oder zumindest seine Pflegefamilie, soll man sagen. Habe ich jetzt natürlich nicht so wirklich vermutet. Mann, 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 den Stoff muss ich, glaube ich, erstmal verdauen. Ihr vielleicht auch und deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut für die Folge. Und ich für jetzt für die Aufnahmesession und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in 2 Tagen wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und begleitet mich gern weiter. Und dann gucken wir uns mal an, was der Kommandant zu sagen hat zu dem, ja, Meister, den wir gefunden haben. Und dann können wir noch mit der Elster reden. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein paar Sachen zu tun. Wir wissen dann vielleicht eher mal, wo es lang geht diesmal. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.